Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder von mir ein Haul-Video, denn ich habe mal wieder richtig zugeschlagen. Ich habe so einiges gekauft, was ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Und zwar habe ich in 3 Läden zugeschlagen. Zum einen Pull&Bear, dann haben wir hier noch Zara, ganz wichtig, und Vero Moda. Ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was ich alles gekauft habe und ich würde sagen, auf geht's! Wir fangen direkt an mit Zara. Ich habe schon das erste Teil an. Es ist ein Kleid. Ich habe es in meinem Mailand-Trip angezogen. Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen unter meinem Video. Und halt auch als Bild, aber ich blende euch auch gerne mal das Bild ein. Dann könnt ihr das Kleid mal angezogen sehen. Ich glaube, da gab es noch andere Farben in dem Schnitt. Ich glaube, da war noch schwarz und soweit ich mich entsinne, noch in grau. Aber ich weiß es jetzt nicht. Ich wollte auf jeden Fall das Ganze in Leoparden haben. Und dieses Kleid gibt es gerade aktuell bei Zara für 19,99 Euro. Ne? Musste auch direkt mit. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Teil. Das ist ein Oberteil in Beige. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt nur noch in diesen natürlichen Farben einzukaufen, weil ja, sowas kann man halt immer tragen, immer kombinieren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie teuer der war, weil das Preisschild nicht mehr dran ist. Aber dieses Oberteil war auf gar keinen Fall teurer als 25 Euro und ja, musste ich halt auch unbedingt haben. Ich glaube nicht, dass ich dieses Teil jetzt extra für euch nochmal angezogen zeigen muss, weil das ein ganz normales Oberteil ist, ne? Und wir müssen ja diese Sachen jetzt nicht wirklich angezogen zeigen. Dann habe ich mir noch einen Pullover gekauft. Ich musste es direkt haben. Erstmal die Farbe. Diese Farbe ist einfach nur so schön. Und zudem, es ist sehr, sehr weich. Ich habe nur Angst bei diesem Pullover, dass ich irgendwo dran komme und dass die Naht rausgeht oder... Na, da muss man halt aufpassen. Diesen Pullover gab es, ich glaube, für 40 Euro, aber ich bin mir nicht sicher. Und wo ich das halt auch in Mailand getragen habe, mir war die ganze Zeit so warm und Mailand war auch kalt. Aber dieser Pulli war wirklich, das hält so warm. So, dann machen wir auch schon weiter. Leute, ey, im Ernst jetzt, ne? Ich war bei Zara und ich habe eine Jacke in der Erwachsenenabteilung gesehen, so eine Teddyjacke. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir instinktiv zu mir selber gesagt, okay, diese Jacke gibt es bestimmt auch in der Kinderabteilung. Und ich weiß nicht wieso, aber es war wirklich instinktiv und ich wusste noch nicht mal, was gerade in der Kinderabteilung ist. Ich gehe hoch und sehe diese Jacke. Und ich war direkt so verliebt, ich musste es haben. Ich habe euch das, bevor ich es gekauft habe, auf Instagram gezeigt, wo ich das anprobiert habe. Deshalb, meine Lieben, folgt mir auf Instagram, weil ihr bekommt die Sachen schneller mit, als wenn ich jetzt extra ein YouTube-Video drehe. Ganz, ganz wichtig, connectet euch mit mir auf Instagram. So, und diese Jacke gibt es bei Zara in der Kinderabteilung nur für 45 Euro. Und das ist so eine richtige Winterjacke und die hält so warm. Also finde ich richtig genial. Vor allem, es fühlt sich richtig toll an. Und jetzt mal zu der Farbe. Wow. Und dann habe ich halt dieses Kleid bei Zara gesehen. Es hing da so schön. Ich habe es mir vor ein paar Wochen erstmal angesehen, aber ich dachte mir so, ja komm, muss jetzt auch nicht mehr sein. Soraya, du musst auch mal Nein sagen können. Mhm, genau. Ein paar Tage später habe ich mir dieses Kleid geholt. Sorry, es muss gebügelt werden. Es war die ganze Zeit in der Tüte drin. Solche Kleider, es ist sehr gerade geschnitten. Könnt ihr kombinieren mit einer Tasche. Nicht mit einer Tasche, doch. Mit einer Gürteltasche zum Beispiel, die halt auch fein ist. Also ich würde das halt mit meiner Gucci-Bauchtasche anziehen. Die schwarze mit den goldenen Details. Oder ihr nehmt einfach einen Taillengürtel oder einen Bauchgürtel, wie auch immer. Und ihr könnt dieses Kleid dann anziehen und es sieht sehr, sehr schön aus. Ja, wie gesagt, dieses Kleid ist halt gerade geschnitten und kann trotzdem sehr schön aussehen. Ich habe echt überlegt, ob ich mir beim Schneider so eine Taille, also die Taille etwas enger schneidern lasse. Aber nein, ihr könnt sowas halt auch gut kombinieren mit Gürtel. Und dieses Kleid gibt es bei Zara für 39,95 Euro. So, dann machen wir weiter mit dem letzten Teil von Zara.
Und zwar ist das dieses Oberteil hier. Oh, Moment, ich muss erstmal den Reißverschluss zumachen, weil sonst könnt ihr nicht sehen, wie das aussieht. Dieses Oberteil. Ich bin nicht wirklich so ein großer Fan von Glitzer und Pailletten und so. Aber bei solchen Oberteilen, gerade kurz vor Silvester, finde ich halt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich muss dazu auf jeden Fall noch so eine High-Waist-Hose finden, aber in einem eleganten Stoff. Und dann kann sowas richtig fresh aussehen. Und gibt es bei Zara für... ja, 17,95 Euro. Also wäre dieses Teil teurer als 25 Euro, hätte ich das nicht gekauft. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber warum nicht auch so ein Fummel, weiß ich, im Schrank haben. Okay, dann machen wir auch schon weiter. Und zwar mit dem nächsten Laden. Wir machen jetzt einfach weiter mit Vero Moda. Da habe ich mir auch was gekauft. Aber jetzt nicht großartig viel an Stoff und Klamotten. Sondern ich habe mir dort erstmal das hier gekauft. Habe ich euch auch auf Instagram als erstes gezeigt. Ich habe es entdeckt und ich finde dieses Smaragdgrün so schön. Deshalb dachte ich mir, solche Oberteile könnt ihr super kombinieren, wenn ihr eine Bluse trägt und das ein bisschen offen lässt. Dann kann das sehr elegant aussehen. Ich werde euch dieses Teil jetzt bestimmt nicht angezogen zeigen, weil das ist ja schon Unterwäsche. Und ja, gibt es bei Vero Moda für... wo ist denn jetzt der Preis? Ah, hier. 19,99 Euro. Dann habe ich noch bei Vero Moda diesen Gürtel hier gefunden. Also ich fand die Details sehr schön. Vor allem mit diesem Haiwan-Kopf. Was ist das denn für ein Tier? Das ist, glaube ich, ein Puma. Ja, ich würde sagen, das ist ein Puma. Und das musste ich halt noch ein bisschen enger machen. Das ist 75. Aber ich wollte diesen Gürtel nicht an meiner Hüfte tragen, sondern wirklich hier am Bauch. Und das muss halt ein bisschen enger gemacht werden. Also das ist eigentlich so die Größe. Und ich brauche das aber bis hier. Ich mache mal kurz hier Stopp. Und die Löcher sind hier und meine Taille ist hier. Und das ist die Größe 75. Ja, ich muss mir halt so ein Dings holen, so ein Locher für den Gürtel. Und dann werde ich das halt enger machen für mich. Gibt es bei Vero Moda für 12,99 Euro und ich habe mir noch Ohrringe dort geholt. Ich fand die halt cool. Ich weiß nicht, die hatten was. Da seht ihr halt so ein Gesicht da drauf. Oh, erkennt ihr das? Ich zeige euch das einfach gleich vom Nahen. Dafür 4,99 Euro. Kommen wir nun zu Pull & Bear. Also Pull & Bear ist für mich so ein Laden, ich könnte mich da tot kaufen, weil die haben Hosen, vor allem die Mama-Hosen dort. Ich liebe diese Hosen einfach. Ich habe mir 3 Mama-Hosen geholt. Und zwar, die nennen sich Mama Skinny Jeans, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber, Leute, boah, ich liebe diese Hosen. So, ich glaube, ich habe das jetzt 1000 Mal gesagt. Ist ja nicht schlimm. Ich bin eigentlich wegen einer weißen Hose zu Pull & Bear gegangen. Aber, es wurden 3 Hosen daraus. Ich zeige euch, ich habe noch eine Story für euch zu erzählen über Pull & Bear, was mich überhaupt nicht erfreut hat. Ich werde euch erstmal die Hosen zeigen und dann erzähle ich euch die Geschichte dazu. Und ja, das ist einmal die Hose. Ich habe diese Hose in Größe 32, habe es auch auf meinem Instagram-Video getragen, was ich euch gerne zeige, halt auch die Bilder, wie die Hose sitzt. Und das ist die, steht irgendwo die Bezeichnung? Muss doch irgendwo hier stehen. Nein, aber ich glaube, die heißt Mama Skinny Jeans und habe ich einmal in weiß gekauft. Dann habe ich diese Hose einmal in gestreift gekauft. Die sitzen alle gleich. Gestreift gekauft und ich habe sie nochmal in Kunstleder gekauft. Diese Hose habe ich in meinem letzten Vlog an. Ich werde es euch gleich am Ende nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Da seht ihr, wie ich die Treppen hochgehe, also die Leiter hochgehe, während meine Freundin die Bilder aufhängt. Und diese Hose seht ihr dann dort getragen. Deshalb schaut da lieber vorbei. Die sitzen so gut. Oh mein Gott, es sieht richtig cool aus. Fancy. Und das ist wie so eine... wie heißt das? Wie diese 60er-Hosen, diese High-Waist-Hosen, wo die Frauen halt immer so stylisch unterwegs waren. Und genau deshalb liebe ich halt diese Art von
Hosenschnitte. Ihr wisst schon, was ich meine. Gibt es, meine ich, bei Pull & Bear immer jeweils für 25 Euro bis 30 Euro auf. Ne? Und jetzt zu meiner Story wegen Pull & Bear. Ey, Leute, ich war echt sauer. Also ich habe die Sachen online bestellt und ich war an dem Tag, wo es geliefert werden sollte, nicht zu Hause. Und ich dachte, okay, dann geben die es halt woanders ab oder bei meiner Nachbarin. Und ich habe mich gewundert, warum die Sachen nicht ankommen. Weil ich habe gar nicht die Mitteilung erhalten, dass jemand bei mir war. Okay, dann habe ich bei Pull & Bear angerufen und gesagt, ja, die Sachen kommen nicht an. Die so, ja, komm dann doch einfach in den Laden vorbei und dann kannst du halt auch dort bestellen. Habe ich dann auch gemacht. Verkäuferin war super freundlich. Habe alle Teile, die ich online bestellt habe, halt nochmal dort im Laden bestellt, weil mein Paket ging wieder zurück, was ich online bestellt habe. Schön und gut. Und eine Woche ist es her gewesen. Normalerweise sollte es spätestens nach 4 Tagen ankommen. Habe ich dann Pull & Bear angerufen. Ich habe gesagt, ja, hi, wie geht's euch? Blablabla. Sind meine Sachen angekommen und sie meinte so, nee, du bekommst eine E-Mail. Aber es war, glaube ich, eine andere nicht, die mich beraten hat dort im Laden. Ich so, ja, okay, aber können Sie mal bitte nachschauen, ob das überhaupt da ist? Weil über eine Woche warte ich schon und ich brauche die Sachen. Und sie so, einen Moment bitte. Und sie hat vergessen, am Telefon auf stumm zu drücken. Und ich habe erstmal schön gehört, wie sie über mich gelästert hat. Sagte sie zu ihrer Kollegin am Telefon, ja, keine Ahnung, was die will. Ich verstehe die nicht. Ich verstehe die nicht. Was will die eigentlich? So. Mädchen, ich habe doch gerade am Telefon gesagt, was ich will. Ist meine Bestellung angekommen oder nicht? Aber ich war richtig schlecht gelaunt danach. Aber okay. Und dann, komischerweise, nach 20 Minuten bekomme ich die Bestätigung, dass meine Ware angekommen ist. Ein bisschen komisch, oder? Dann bin ich halt dahin gefahren, habe dann meine Sachen auch abgeholt und ich habe das halt auch gesagt. Ich habe der Verkäufer gesagt, ich so, sag mal, wer ist denn diejenige hier gewesen, die am Telefon war, weil die war sowas von unfreundlich und kackendreist, geht gar nicht. Und dann meinte sie halt, nee, tut mir leid, sie hat sich entschuldigt, aber sie war es nicht, weil sie nicht an dem Tag gearbeitet hat. Okay, ne, liebes Pull & Bear Team, mit Kunden geht man anders um. Ich lasse immer sehr viel Geld dort, also bitte dementsprechend, abgesehen davon, generell, ihr solltet einfach wissen, wie man mit Kunden umgeht, aber das geht gar nicht, wie das Mädchen da geredet hat. Egal, ich will mich jetzt auch nicht darüber aufregen. Jetzt mache ich weiter mit den letzten zwei Teilen von Pull & Bear. Da habe ich noch diesen Rock hier gekauft. Ihr habt mich alle danach gefragt. Auf Instagram habe ich euch das auch angezogen gezeigt. Gibt es dort immer noch für 12,99 Euro und der sitzt so perfekt. Es ist High Waist und haucheng. Es ist einfach richtig schön, ne? Und ich habe mir noch diese Ohrringe gekauft. Ich fand die halt sehr elegant und gibt es bei Pull & Bear für 7,99 Euro. Okay, ich dachte, das war's eigentlich von meinem Haul, aber nein, ich habe es ja ganz vergessen. Ich habe ja noch Schuhe gekauft und zwar, wie hieß nochmal dieser Laden? Das ist auf jeden Fall auch in Köln. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Laden heißt. Auf jeden Fall führen die halt auch Ego-Schuhe. Die Marke sollte euch bekannt sein, könnt ihr euch auch bestellen, aber ihr müsst halt ein bisschen warten. Und ich habe diese Schuhe gesehen und ich dachte mir so, okay, ich muss die haben. Ich muss diese Schuhe unbedingt haben. Und tada! So sehen die aus. Die sind durchsichtig und mit einem Netz versehen. Und ihr müsst diese Schuhe mal angezogen sehen. Ich dachte mir so, ciao. Ciao, das sieht so verdammt gut aus. Und Kostenpunkt war 41,99 Euro. Und das ist wirklich so, das sind so Schuhe, das ist einfach nur ein Hingucker. Ja, das war es eigentlich auch schon von meinem Haul. Ihr seht, es ist viel zusammengekommen wieder. Und bitte, meine Lieben, ich sage es nicht nur einmal, ich werde es euch immer und immer wieder sagen. Connectet euch mit mir auf Instagram, da seid ihr immer up to date. Wenn ich shoppen gehe, bevor ich überhaupt die Sachen bezahle, zeige ich sie euch im Laden angezogen, in meiner Story. Ich poste in meinen Highlights viele Fashion Looks und ihr seht die Sachen viel, viel früher als hier auf YouTube. Und ja, genau. Ja, das war's eigentlich auch schon von mir. Gebt diesem Video noch ein Däumchen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Ciao.